So, jetzt mal was ganz Neues von mir, nämlich Epics. Also, Kurzfassung ist, ich habe den Battle Pass nämlich umsonst bekommen, in Anführungszeichen umsonst, weil ich bei Origin dieses die Vault-Spiele habe, wo man halt im Jahr 100 € bezahlt und dafür quasi fast alle EA-Games dabei hat, also zumindest die von Origin sind, logischerweise. Und dabei habe ich nämlich den Battle Pass geschenkt bekommen, quasi weil ich da Mitglied bin. Das ist genauso wie bei FIFA, da habe ich ja die Ultimate Edition bekommen, die alleine kostet ja schon 100 €, deshalb hat sich das in meinen Augen vollkommen gelohnt. Ich habe auch noch weitere Spiele, die ich da spielen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal gerne im Internet nachgucken, welche Spiele da drin enthalten sind. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich davon mal irgendwas spielen soll, weil nur FIFA so privat spielen und Fortnite ist auf Dauer natürlich ein bisschen langweilig, auch für euch. Ich werde natürlich weiterhin die Aufgaben für euch hochladen, um Gottes Willen. Das soll immer noch Hauptmerkmal von dem Kanal sein. Aber bisschen Abwechslung schadet ja auch nicht. Und ihr seht unten, der PaySafe-Code hat eine Zahl mehr bekommen, da wir jetzt schon die 450 Abonnenten erreicht haben. Gruß gehen da auf jeden Fall nochmal raus an alle. Dann wollte ich natürlich nochmal sagen, alle 10 Abonnenten kommt immer noch unten eine Zahl hinzu. Heißt, die nächste Zahl kommt bei 460 Abonnenten. Bist du also noch kein Abonnent, gerne abonnieren. So hast du auch jeden Tag die neue Chance, den Code zu knacken. Weil du einfach jedes Video angezeigt bekommst von mir und kannst halt dann entweder interessiert dich das Video oder nicht, aber du hast halt jederzeit die Chance, den Code zu knacken. Heißt, bei mir wird halt nichts verlost in dem Sinne, sondern da unten steht immer ein Code, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. So, aber jetzt gehen wir mal direkt rein ins Spiel. Ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme, aber da hatten wir auf einmal unerwarteten Besuch, von dem ich nichts wusste, also war die Aufnahme gerade mal für den Arsch. Weil ich nämlich dann nämlich gerade weg musste. Also wie gesagt, Battle Pass ist umsonst, wenn du Origin Vault-Spiele hast, also die Premier, also die große Version, nicht die kleine. Und halt auch noch viele weitere Spiele. Ich würde aber sagen, wir gehen einfach mal rein und ihr wisst ja, denke ich mal, alle, dass das Spiel komplett kostenlos ist. Was natürlich wie bei Fortnite genau, es ist halt gut, aber ich habe es halt nicht mehr gespielt, weil ich halt immer noch auf den Single-Modus warte. Weil immer im Squad spielen ist auf Dauer ein bisschen anstrengend. Außer du hast natürlich zwei Freunde, mit denen kannst du es immer zusammenspielen, dann ist natürlich geil. So, gehen wir mal direkt rein. Das Lustige ist, die Aufnahme ist besser als auf meinem Bildschirm. Ja, zu zweit läuft. Wie gesagt, ich hatte eben schon in der ersten Aufnahme das Problem, dass ich nicht mehr wusste, wie nimmt man die Waffen auf und. Aber ich hatte eigentlich vor, auch das Spiel ein bisschen zu streamen, ein bisschen wieder reinkommen, weil wie gesagt, auf der Konsole fand ich es schon mega gut. Ihr seht ja auch, ich habe noch nicht alles freigeschaltet. Also das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial. Aber ich sehe. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, wenn ihr schon Apex viel länger spielt. Wurden jetzt mit der Season die Level runtergesetzt? Weil wir sind in Season 3 und in Season 2 war nämlich damals so, dass das Level geblieben ist. Ging ja bis Level 100. So. Er kann ruhig. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie die Map ist, wo Hauptabsprungpunkte sind. Ja, die meisten springen raus, wie ihr seht, ist wie bei Fortnite. Aber man springt halt zusammen ab. So. Und ich meine, die Grafik haben sie geändert. Weil die Grafik halt jetzt noch mehr nach Borderlands aussieht. Ja, hat er keinen Bock mehr abzuspringen? Also er will hier hin. So, man kann sich dann aber auch abkoppeln. Ich habe eben die eine Runde. Gott. Also man muss sich halt echt erstmal wieder reinfinden. Erster Treffer. Ja, das ist schon mal gut. Blaues Schild ist auch gut. Runde 1. Starte Ring Countdown. Der Ring ist nicht in der So, hier Nähe. ist nichts Beeilung. mehr. Da ist von der Steuerung auch noch alles geblieben. Ja, ich gucke jetzt halt mal. Oh, da ist ein Zug.
Ich dachte gerade, hey, was machen hier so Krach? Die Flatline habe ich eigentlich nie so gefeiert. Ist das immer gut? Brauche ich nicht. Auf jeden Fall mitnehmen. Das mitnehmen. Ja, lieber ein bisschen Munition mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Waffen heißen. Ah, das ist die Scout. Ja. Die habe ich nämlich immer gespielt. Ich habe diese Waffe einfach geliebt. Ja, aber ich brauche noch die normale Waffe. Ich habe hier eine Antwort. Ja, ja. Drei Schrotpatronen mit einer einzigen Betätigung des Anzugs. Ah, geil. Lila. Schmeckt. Warte, wie war das? Ping RD. Hier ist dein Körperschild. Stufe 2. Bam, 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 bam. Segne mich mit Klarsicht. Ach so war das. Der Ring ist nicht in der Nähe. Ich brauche halt echt noch eine orange Waffe. Das schmeckt. Ring ist um die Ecke. 45. Spitzenreiter bestimmt. Euer Killspitzenreiter. Meldet ihn, falls ihr ihn seht. Mann, gibt's denn hier keine vernünftige Waffen? Ach stimmt, Helm hatte ich auch noch gar keinen. Ah, das ist gut. Also die mache ich aber erstmal da drauf. Wo ist er denn? Ja, dann gehe ich mal rüber. Ne, schneller laufen? Doch, schneller laufen konnte ich, aber ich will die Dings jetzt nicht verbrauchen. Vor allem will der nicht mal in die Zone. So, wo ist hier die Durchgang? Kappa. Der Ring bewegt sich für Lari-Kämpfer. Es ist niemand drin. Oha, was ist da denn? Alter, ist ein Paradies. Ich will da rein. Wo war die? Ah, hier war das. Schmeckt. Ich krieg was ab. Warum ist die denn schon am Kämpfen? Gott, gucken, was ich noch kann. Witziger Hit. Lad mal schnell meine Schilde auf. Ich zieh eine, wurde gesichtet. Vertraut dem Alpha. Er ist da genockt. Nein, nicht killen, killen, nicht. Oh. Das ist die Scheiße, wenn du nicht genug Munition hast. Na gut, einen Kill haben wir. Die klaut erstmal ihrem Dings die Sachen. Ich finde das immer wieder geil. Echt geil. Stark. Schnell, 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 schnell. Ah, die andere Waffe. Scheiße. Wir werden es trotzdem nicht schaffen. Ja, wir hätten gar nicht darunter gehen dürfen. Aber trotzdem eine Runde und schon wieder macht das Spiel richtig Spaß. Aber wie gesagt, ich warte jetzt gleich noch bei Fortnite die Tagesaufgabe ab. Dann lade ich euch die noch hoch und dann werde ich halt definitiv von Apex noch einen kleinen Livestream machen. So, das hier wird definitiv nichts, oder? Kriegt ihr mich nochmal aufgehoben? Oh Gott, nee. Ah, beide Wege wären scheiße gewesen. Also durch, ich hab dich.
Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie das Menü war. Meine Zeit war noch nicht abgelaufen. So, warte, ich kann auch das sehen. Scheiße, wie war das denn mit dem Scheilen? Och, da leckt mir am Arsch. Ist man so ewig nicht mehr gespielt hat. Ja, ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Vielen Dank. Das weg. Mein Schild. Jetzt. Reicht das? Nein. Och, leckt mich da. Arsch. Eieieiei. Lost on time. Aber ihr habt schon mal ungefähr gesehen, wie es geht. Ich hoffe, es wird euch halt so ganz an sich gefallen. Und in dem Sinne sage ich erstmal, haut rein. Und wie gesagt, holt euch das Spiel auf jeden Fall. Ist kostenlos. Guckt einfach mal rein. Ist halt wirklich eine gute Alternative zu Fortnite. Ist ein bisschen anders aufgebaut. Und wie gesagt, gerne Abo nicht vergessen. War eine kleine Fehlrunde. Aber ich muss natürlich auch erst wieder reinkommen. Ich denke mal, so wird es euch auch gehen am Anfang. Und in dem Sinne sage ich, haut rein.